Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von So geht das. Ich bin die Laura und heute probieren wir mal ein paar Küchenhacks aus. So, erster Lifehack. Ihr habt euch doch bestimmt noch mal gedacht, wie in Gottes Namen trenne ich das Eigelb vom Eiweiß, ohne dass irgendwie noch Schalenreste mit dazukommen oder sonstiges. So, wir probieren das Ganze jetzt mal. Dafür braucht ihr natürlich Eier und eine Plastikflasche. Ihr macht Folgendes. Ihr nehmt euch ein Ei, schlagt es auf, am besten in eine Schüssel. Wir präsentieren das Ganze jetzt mal auf einem Teller. Das geht jetzt auf jeden Fall schief. Doch nicht. Aha. So, jetzt haben wir das Ei auf dem Teller. Und angeblich muss man jetzt nur Folgendes tun. Man nimmt sich die leere Plastikflasche und saugt jetzt das Eigelb an, um es von dem Eiweiß zu trennen. Ja, probieren wir das Ganze mal. Das funktioniert schon mal nicht. Oh mein Gott! Oh, es hätte fast geklappt. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, das machen wir nochmal. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber meine Mama hat mir das damals einfach so gezeigt. Man schlägt das Ei auf und dann hat man ja quasi zwei Hälften. Eine Hälfte, wo alles noch mit drin ist, die andere Hälfte leer. Und dann schiebt man das quasi immer von einer Hälfte in die andere und irgendwann hast du nur noch das Eigelb da drin. Wir probieren es einfach nochmal. Ihr Lieben, falls ihr euch jetzt denkt, wir verschwenden gerade Lebensmittel, keine Sorge, das Ei, was wir gerade benutzt haben, das verwenden wir gleich in unserer Küche als Rührei. Also es wird nichts weggeschmissen, keine Sorge. So, zweiter Versuch, let's go. Wir probieren es nochmal. Also Ei, aufschlagen, so. Ich wollte schon wieder Hoppala sagen. So, jetzt sauge ich das an. Ich lege es drauf. Ey, das ist so, das flutscht mir die ganze Zeit da weg. Und also bei mir funktioniert es auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, als Küchenhack ist es eher zeitaufwendiger, anstatt irgendwie Folgendes zu machen. Wir nehmen noch ein Ei, schlagen das hier so auf. Okay, jetzt ist es natürlich so. Und jetzt ist quasi auf einer Seite das Ei drin, auf der anderen Seite nicht. Und dann haben wir das immer hier so, bis das ganze Eigelb da einfach rausgeflossen ist. So, und jetzt ist hier so. Guck mal, das geht viel schneller. Jetzt ist hier nur noch das Eigelb drin. So, so habe ich das gelernt. Also, erster Küchenhack würde ich sagen, auf jeden Fall eher schwierig. So, wir kommen zum nächsten Küchenhack. Dafür braucht ihr eine Zwiebel, ein Schneidebrett, um die Zwiebel zu schneiden, mit einem Messer und ein Kaugummi. So, angeblich soll das jetzt so funktionieren? Ich schneide gleich diese Zwiebel und esse aber dabei dieses Kaugummi und dann soll ich angeblich nicht weinen müssen. Glaube ich noch nicht so ganz dran, aber let's give it a try. Ich nehme jetzt das Kaugummi in den Mund. So, ich schneide jetzt diese Zwiebel und ich muss einfach dabei weiter das Kaugummi essen, ne? Ja, probieren wir das mal aus. Ich mir hier die Schale abmachen. Oh, ich rieche es schon. Hoppala. Bis jetzt kommt noch nichts. Oh ja, ich spüre schon in den Augen. Okay. Ich schneide einfach mal weiter. Also Kaugummi. Kauen bringt auf jeden Fall gar nichts. Wer hat sich das ausgedacht? Oh, Jesus Christ. Also, es ist so traurig. Also Leute, macht das zu Hause nicht nach, weil es bringt einfach gar nichts. Dieser Lifehack, oh Jesus Christ, ist auf jeden Fall nicht gut.
Ich weine vor laufender Kamera, oh mein Gott. Nee, Leute, also der Küchenhack hier ist auf jeden Fall richtig schief gelaufen. Und ja, was hat man davon? Tränen, die vergossen wurden. Ansonsten hat das hier gerade erstmal nichts gebracht. Next. Gut, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Für den nächsten Küchenhack braucht man eine Banane. Und es geht nämlich darum, dass irgendjemand anscheinend gesagt hat, dass es viel einfacher ist, die Banane anstatt von hier oben aufzumachen, von der falschen Seite, also vom unten aufzumachen, dass es einfacher wäre. Mein erster Gedanke war, warum denkt man, dass es von hier oben nicht einfach wäre? Aber naja, wir probieren es einfach mal aus. Also von hier oben, das funktioniert einfach nicht. Also mache ich es einfach mal von der anderen Seite. Also, naja, sagen wir mal so. Ich habe sie auf jeden Fall. Ich habe sie auf jeden Fall aufgekriegt. Aber ob das jetzt besser oder schlechter war als von der anderen Seite. Das sei jetzt mal so dahingestellt und euch überlassen, von welcher Seite ihr es lieber aufmacht. Aber naja, schmeckt trotzdem, egal von welcher Seite. Ihr Lieben, als nächstes, meine erste Frage war wieder, wer ist so faul, um keine Zeit zu haben, Cherrytomaten einfach schlicht und ergreifend nacheinander in der Hälfte durchzuschneiden. Ich bin auch ein Fan von Effizienz, aber das hier scheint mir doch relativ skurril, aber wir probieren es trotzdem aus. Es geht darum, so schnell wie möglich so viele Tomaten wie möglich einfach durch die Mitte schneiden zu können, um Zeit zu sparen. Dafür müsst ihr Folgendes machen. Ihr legt euch die Cherrytomaten auf einen Teller, nehmt einen anderen Teller, legt den oben drauf. Und jetzt schneidet ihr so durch. Oh Gott, das. Ja. Hm. Ah. Naja, also durch die Hälfte geschnitten sind sie schon mal. Nicht alle. Ja, also man kann es jetzt auf den Teller schieben oder auf die Größe der Tomaten. Vielleicht funktioniert es besser, wenn man so ganz runde Tomaten hat und vielleicht auch größere. Und einen flacheren Teller, ich weiß es nicht, aber so fürs Erste, ja, wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Für unseren nächsten Küchenhack, da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob es wirklich funktioniert, weil das wäre richtig cool, brauchen wir eine Kiwi. Und es geht darum, dass Kiwis schälen ja für manche echt so ein kleiner Pain in die und jetzt habe ich etwas für euch mitgebracht und hoffe, dass es auch funktioniert, weil das soll es anscheinend einfacher machen. Dafür müsst ihr Folgendes tun. Einmal bei der Kiwi oben und unten ein Stückchen abschneiden. Und jetzt soll man anscheinend hier so an der Kante so rein, reingehen mit dem Löffel. Und dann so ganz einfach nach und nach den Löffel reinschieben und die Haut von der Kiwi trennen. Aha, das hat schon mal. Okay. Oh ja, yes, let's go! Die Haut ist abgekommen und wir haben die geschälte Kiwi da. Da bin ich überrascht, dass das so smooth vom Löffel gegangen ist. Also, den Küchenhack werde ich mir auf jeden Fall merken. Der ist wirklich geil. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass es funktioniert. Geil! Eine geschälte Kiwi in 0, nichts. Ohne Schäler und bla bli blub hast du nicht gesehen. Geil. Da kommt ein Haken dran. Yes! Ha. So ihr Lieben, das war unser Küchenhack-Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Hacks am Start habt, die wir testen sollen, schreibt diese gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, tut dies. Und das war's von meiner Seite. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge von So geht das. Tschüssi!